Wohnungsknappheit, fehlende Sicherheit und eine destruktive Energiepolitik. Diese Probleme spüren wir täglich. Was können wir gemeinsam dagegen tun? Hinter mir ist meine Heimatstadt Büdingen zu sehen. Mit dieser Stadt bin ich fest verwurzelt, bin hier aufgewachsen und auch mit den Bürgern ständig in Kontakt. Sitze hier im Stadtparlament, aber auch im Wetterauer Kreistag setze ich mich seit 2006 ein für die Belange der Wetterauer Bürgerinnen und Bürger. Tabuthemen werden oftmals im Wetterauer Kreistag nur von mir angesprochen. Themen, die andere Parteien nicht hören möchten, ich aber trotzdem dort thematisiere und anspreche. Sei es die Migrantenflut, sei es der fehlende Wohnraum und anderen Öko-Wahnsinn, der durchgedrückt werden soll, auch hier im Wetterauer Kreis von CDU und SPD, gegen den Willen der Bürger, die es aber letztendlich bezahlen müssen. Unser Landkreis wird als Kornkammer Hessens bezeichnet. Was jahrelang nicht getan wurde, die Landwirte hier zu unterstützen. Vor allen Dingen gegen unsinnige Maßnahmen und Vorgaben aus Brüssel und Straßburg, die dort im EU-Parlament beschlossen werden. Vielerorts im Wetteraukreis ist immer wieder die Errichtung von Windkrafträdern ein Thema. Dies soll über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werden. Auch hier in Büdingen. Ich habe mich mit zahlreichen Initiativen im Parlament dagegen stark gemacht, durch Anfragen und Anträge. Und letztendlich konnte auch bisher hier kein Windrad errichtet werden. Dies sollte auch im restlichen Wetteraukreis der Fall sein, da man weiß, dass es mittlerweile ohne Subventionen überhaupt nicht sinnvoll ist und auch in windarmen Regionen wie der Wetterau gar keinen Bestand hat. Man mag sich darüber streiten, ob das an der Küste sinnvoll ist, aber im Wetteraukreis bin ich dagegen. Die Migrantenflut kostet unseren Landkreis viel Geld und auch die geduldeten Asylanten besetzen viel Wohnraum, der natürlich uns Deutschen fehlt. Und deshalb ist auch die Wohnungsknappheit vorhanden, auch wenn sie oftmals geleugnet wird durch die großen Parteien. Hier gilt es natürlich, Abhilfe zu schaffen und Wohnraum zu schaffen und Asylverfahren zu beschleunigen, denn Abschiebungen schaffen Wohnraum. Jeder Patriot ist am 8. Oktober dazu aufgerufen, zur Landratswahl mir seine Stimme zu geben, da 6 Kandidaten zur Wahl stehen, 5 aber hiervon dem linken Spektrum angehören. Dazu zähle ich auch mittlerweile die CDU, die sich weit von den Bürgerinnen und Bürgern entfernt hat und auch im Bund und Land jede Politik der Grünen mitträgt und Politik gegen das eigene Volk macht.